Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier einen sehr recht rostigen Mustang vor uns. Und aus dem wollen wir so ein kleines Schmuckstück machen, wie wir das aus dem Typhoon gemacht haben. Und ja, damit fangen wir jetzt mal an, ne? Dann bauen wir ja mal alles ab, was da nicht mehr so dran gehört. Es gibt Design. Ah ja, kann man auch abbauen, alles klar. Und das war schon alles bei so einer Karosserie eigentlich noch dran, aber wenn ich das recht gesehen habe. Gut, dann wollen wir loslegen hier. Da gibt es ja einiges zu tun. Jo. Raus damit. Ein paar Teile sind sogar noch dran. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist zumindest mehr dran, als man manchmal erwartet an so einem Motor, weil manchmal hat man noch nicht mal mehr einen Zylinderkopf von den zwei. Jetzt haben wir immer noch einen. Den können wir ja dann auch versuchen zu reparieren. Wir sind ja besser Dinge, dass wir hier was hinbekommen. So. Kolben kann ich ziehen. Okay. Okay. Na, ist da unten wahrscheinlich schon wieder Ölwanne und sowas, ist alles weg. Ne? Da kann man ja schon wieder durchgucken hier. Ach, guck mal, hier fehlen sogar die ganzen Kolben. Das ist ja ein Ding. Da ist schon wieder einer gut gemobst. So, dann bauen wir jetzt hier noch den Bremsverstärker aus und die ABS-Pumpe. Haben wir sonst noch irgendwas von hier oben? Nö, das war doch hier. Da haben wir noch eine Batterie, oder? Nee, das ist ein Scheinwerfer. Der hat keine Batterie drin? Doch, da ist doch die Autobatterie. Komm mal her. Dann gehen wir nämlich zu unserem Batterieladegerät. Das funktioniert echt gut. Also da muss ich sagen, auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, seit wann ich das habe. Ich glaube auch seit Level 30. Seit der letzten Ausbaustufe hier von dieser Werkstatt. Eigentlich könnten wir jetzt schon zwei Mann anstellen, die die ganze Zeit Aufträge für uns machen, damit wir ein bisschen Geld verdienen nebenbei oder so, ne? Wenn wir nicht mal alles selber machen müssen. Achso, ja, hier ist der Knopf. Um hochfahren. Dann hat man hier so zwei, die hier die ganze Zeit auch mit rumrennen und rumschrauben. Warum nicht? Wäre doch eine gute Idee. Oder man macht einen Multiplayer, indem man, wenn man mit seinem besten Kumpel quasi zusammen eine Werkstatt gründen kann und dann hier ein bisschen was ausbauen kann und so weiter und so fort. Und man arbeitet quasi in einen Pool hinein, auch an EPs und so weiter und so fort und ist dann vielleicht schneller bei Level 30 und auch dem vollen Ausbau. Könnte auch interessant sein, ne? Sowas hier mal Multiplayer zu spielen. Doch, das stelle ich mir eigentlich auch ganz interessant vor. Wenn jetzt hier so einer nimmt sein Auto auseinander und dann unterhält man sich so ein bisschen nebenbei, klar, logisch, ne? Aber kann man fachsimpeln vielleicht. Hätte was. So, raus mit dir. Dann ab zur anderen Seite. Und dann bauen wir hier mal einmal alles ab. So, sieht aber wirklich alles sehr, 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 sehr kaputt aus. Da kann es natürlich auch wieder sein, dass wir viele Teile gar nicht zum Reparieren hingegeben bekommen. Na gut, wir werden es erleben. So, dann können wir hier die Koppelstange rausnehmen. So, dann haben wir den Stabilisator schon mal weg. Ach ja, das hängt hier noch dran. Bauen wir auch mal gleich ab. So, wir die Zahnstange aus dem Getriebe rausziehen. Na gut. Ja, wo muss es hier hingebaut werden? So, bauen wir raus. Dann haben wir hier die Möglichkeit, noch eine Gummimuffe rauszubauen und dort auch. Ich nenne die immer Gummimuffe, das ist aber eine Gummilagerbuchse, ne? Aber das werde ich wahrscheinlich auch nie lernen. Das ist wie dieses Reinzoomen in World of Warships, dass ich das nicht mit der Shift-Taste mache, sondern jedes Mal wieder mit dem Mausrad mache und mich jedes Mal eigentlich selber darüber ärgere, dass ich das mit dem Mausrad mache, weil es dauert ja länger. Mit Shift geht ja einiges schneller. Wurde mir immer gesagt. Da haben sie ja recht. Wenn man da wirklich dann so mal im letzten Moment dann auch vielleicht noch ein Schiff hätte, worauf man schießen könnte, und man muss aber erst so lange reinzoomen, dass es einen quasi aus herausfährt oder so, ist immer ein bisschen blöd. Aber naja, der alte Mann und so, ne? Mit dem Umlernen, das hat er nicht mehr ganz so einfach. Ich habe was Neues gewöhnt. So ein Quatsch. So. Kurbelwelle geht auch raus. Sehr gut. Dann sind wir hier vorne mit dem Motorblock erstmal durch. Dann geht es hier locker flockig hinten weiter. An der Hinterachse.
So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Hoppala. Ja, bitte raus. Bitte wegnehmen. So, dann haben die Reifen sehen gar nicht mal so schmal aus, ne? Na gut, wir müssen da auch richtig ordentlich breite Reifen drauf tun, weil das Ding soll ja 700 PS haben nachher am Ende. Und 700 PS mal auf die Straße bringen, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Da haben wir ordentlich zu tun mit. Da werden wir wahrscheinlich wieder mehr oder weniger im Drift zugange sein, als dass wir anständig fahren. Aber gut, das sehen wir dann am Ende. Ich denke mal, das wird sich ja dann morgen schon zeigen. Na, wir nehmen heute wieder komplett auseinander und fangen an den Zusammenbau mit den reparierten Teilen. Und machen wir die Karosserie vielleicht heute noch. Ja, das Schweißen auf jeden Fall. Das sind wir ja gleich dabei. Und dann können wir morgen denn ihn in voller Pracht sehen. Na, das wird ja noch, werden. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe ja eine personalisierte Lackierung für dieses Fahrzeug. Aber das werden wir dann sehen. Also, das können wir mal gucken. Ich habe das nicht überprüft und auch noch nicht getestet großartig. Ich habe mir das mal im Showroom, habe ich mir das glaube ich mal angeguckt. Aber so in-game habe ich das noch nicht gesehen. Hier ist sogar mal eine Treibstoffpumpe drin. Ich bin begeistert. So was Schönes, dass ich das nochmal erlebe, dass eine Treibstoffpumpe drin ist im Tank. Bei einem Auto vom Schrottplatz. Das nehme ich auch meistens raus. Aber in unserer Werkstatt sind die auch selten kaputt gegangen. Ne? Also was wir jetzt so richtig Treibstoffpumpe, da hatten wir mal einen Fall, wo Auto springt nicht an, wo wir dann auf die Treibstoffpumpe gekommen sind. Ne? Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Also, das ist ja eine richtig ganze Weile her. So, jetzt haben wir hier einmal nackig gemacht alles. Dann kommen wir runter. Dann holen wir nämlich das, ach nee, den Motorblock müssen wir noch rausholen. Und dann holen wir das Schweißgerät. So, den schwebenden Motorblock, den bauen wir aus. So, dann holen wir das Schweißgerät, dann schweißen wir die ganze Karre jetzt fertig hier, damit wir Bleche zwischenschweißen, ein bisschen rumdengeln. Und, was kann man da noch machen denn? Spachteln die ganze Sache, damit das alles wieder gerade wird. Was wir da am Ende gemacht haben und dann gucken wir mal. Ah, das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Hm, einmal schütteln. So, und wieder weg sein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus wieder. Ist die Windschutzscheibe noch drin? Nee. Weil der Scheibenwischer noch hängt. Glänzt wieder. Sehr gut. Dann gehen wir mal an die Reparaturbank. Mal 7 Minuten fürs Auseinandernehmen. Ich glaube, die Antriebsstange haben wir nicht hingekriegt. Den Tank, den Treibstoffdings haben wir hingekriegt. Also muss ein Tank nachkaufen, wie immer. Oh, Motorblock haben wir auch hingekriegt, sehr gut. Das sah gar nicht mal schlecht aus, was wir da so alles jetzt hingekriegt haben. Ja. Dann machen wir jetzt Zusammenbau. Das, was wir alles hingekriegt haben hier, das können wir schon wieder einbauen. Filtergehäuse haben wir auch repariert gekriegt. Bremskopfverstärker ging auch. ABS-Pumpe auch. Das ist ja hier, das geht ja schneller, ne? Da kann man ja kaum zugucken, so schnell geht das. So. ABS-Modul, das haben wir gar nicht mehr gehabt, ne? Das gab's, das haben sie weggelassen. Gut, dann kaufen wir bei den Bremsen zumindest die belüfteten Bremsscheiben 2. Die normalen Bremsscheiben 2. Und viermal Belege. Können wir nämlich nicht reparieren. Dann das ABS-Modul und bei den Bremszylindern weiß ich nicht, wie viel wir repariert bekommen, das sehen wir dann. Gut, dann haben wir das nämlich schon mal alles gekauft. Dann können wir mal ganz kurz bei den Filtern hingehen. Filter. Eieieiei. Da hat sich ein Z eingemogelt. So, wir brauchen den Standard-Luftfilter. Wir brauchen den Standard-Kraftstofffilter. Und wir brauchen den Ölfilter V8. Ich nehme mal an den gelben. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber das werden wir gleich sehen. So, dann hier den Luftfilter eingesetzt. Den Luftfilterdeckel oben drauf. Und die eine Klemme, die wir repariert gekriegt haben, können wir schon mal anbauen, dann kaufen wir die anderen gleich. Sonst vergessen wir das bloß. Klemme. Klemme A, brauchen wir nochmal 3 Stück. 3, danke. Dann ist nämlich das mit dem Luftfilter schon Geschichte, dann haben wir das alles hinter uns gebracht. Hier können wir den Kraftstofffilter schon mal einsetzen. Das geht, läuft doch wie geschnitten Brot hier. Sehr schön läuft das. So. Haben wir denn hier noch irgendwas? Lichtmaschine? Haben wir nicht abgebaut, ne? Und Servopumpe V8, okay. Servo.
Servopumpe V8 haben wir. Lichtmaschinchen haben wir auch. So. Können wir die hier gleich anbauen. Nur so zur Sicherheit. Fertig. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt erstmal, glaube ich, so im Groben und Ganzen das, was wir hier von oben machen können. Da fahren wir mal hoch. Mit dem guten Stück. So, dann gucken wir mal, ob wir die Kurbelwelle repariert gekriegt haben. Aber, oh ja, haben wir sogar. Ich bin begeistert von mir. Gut, dann können wir hier das mit dem Getriebe machen. Sprungrad, na, da müssen wir mal gucken, was wir davon haben. Halt, wir müssen vorher gucken, was wir davon haben. Ersatzteillager. Schaltgetriebe. Nichts, aber auch gar nichts haben wir davon repariert gekriegt. Puh, das ist hart. Das ist richtig hart, vor allen Dingen teuer, ne? Man so gar nichts von repariert gekriegt haben. Übrigens, den bauen wir ja sowieso aus, auf, um ihn zu verkaufen. Ich denke mal, wir werden den anderen Ford Mustang, ich glaube, wir haben schon supercharged im, in der Garage stehen. Da muss ich mal ganz hart drüber nachdenken. Das Kupplungslager ist jetzt nicht ganz so leicht zu treffen gewesen. So. Aber dann haben wir das hier mit dem Getriebe schon mal auch durch. So, dann haben wir hier den Träger, den Anlasser V8, den müssen wir kaufen. Anlasser V8. Den müssen wir kaufen und einbauen. So, dann gucken wir mal, wenn wir mit der Zahnstange gemacht haben, nichts. Stange. Ohne Hashtag. Also. Ohne Sharp. So, dann brauchen wir nämlich Spurstange zweimal. Kolben können wir auch gleich 8 kaufen, wenn wir schon mal hier sind. Dann brauchen wir den Spurstangenkopf zweimal. Dann brauchen wir den Stabilisator B zweimal. Und die Zahnstange brauchen wir. Dann brauchen wir den Stabi. Typ B. Gut. War doch ordentlich. Nein, es war der vordere Stabilisator. Und Stabi-Typ A war es auch. Verkauft. Da hat er sich wieder verkauft. Nein. War der normale Stabilisator und die Stabilisator-Koppelstange Typ A. Das ist natürlich blöd schon wieder, ne? Kann man natürlich nicht anders sagen. So. Das mit den Stoßdämpfer müssen wir noch machen. Und dann hier noch Gummimuffen kaufen. Hier zumindest 12. Wir kaufen nochmal 12. Ich glaube, es sind zu viele, aber egal. So viele Gummimuffen kann man eigentlich gar nicht benutzen, besitzen, ne? Ich glaube aber, wir brauchen nur 8 vorne und könnten 4 hinten gebrauchen. Dann brauchen wir den unteren Querlenker. Da brauchen wir nochmal einen neu. Habe ich schon gesehen. Das haben wir. Und dann brauchen wir Rad. Radnahmen Lager brauchen mindestens 2 und wir brauchen auch Radnahmen Abdeckung mindestens 2. So. Davon können wir schon mal ganz fest ausgehen, dass wir das so brauchen. So, dann schrauben wir mal hier alles an. Dann gehen wir hier noch die Gummilagerbuchse drauf. Und hier vorne noch die Gummilagerbuchse drauf. So, dann haben wir den Stabilisator. Achso, das mit den Stoßdämpfern müssen wir natürlich noch einmal durchziehen. So, schrauben wir den mal an hier. Dann machen wir die belüftete Bremse. Bremsbelag. Jetzt sehen wir gleich Bremssättel. Oh, haben wir alle repariert gekriegt. Sehr schön. Das freut mich. Haben wir alle repariert gekriegt, das ist gut. Gut, dann hopsen wir jetzt rüber auf die anderen Seite. Lass mich mal ganz kurz dahin. Danke. Gummilagerbuchse. Dran. Oh, hier, Ölfilter können wir auch noch gleich mal dran stecken. Wo man gerade sehen, dass er da ranpasst. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier eine Spurstange. Habe ich drüben den Spurstangenkopf angebaut? Oh, das weiß ich gar nicht. Glaube nicht. Dann müsste ich nochmal ganz dann drüben gucken, ob ich den Spurstangenkopf habe. So, dann haben wir hier. Lenkschutz vorne, oh, da brauchen wir auch einen. Alles klar.
Aufhängung, Gelenkschutz, Vorderachse brauchen wir neu. Dann brauchen wir auch den vorderen Stoßdämpfer. Zweimal. Vorderes Domlager zweimal. Vordere Feder zweimal. Dann brauchen wir die hintere Feder und das hintere Domlager auch zweimal. Und bei der Federhaube, da habe ich mindestens eine repariert gekriegt. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich vielleicht sogar die zweite hingekriegt habe. Da müssen wir nachher gucken. So, Gelenkschutz haben wir. Dann haben wir die vordere Radnabe. Wunderschön sieht das aus. Ratten am Lager, passt auch rein. Abdeckung. So, dann machen wir die Bremse dran. Den Bremsbelag. Den Sattel. Sehr schön. So, jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz drüben gucken. Habe ich da die Spurstangenkopf angebaut oder nicht? Nein, habe ich nicht. Siehst du wohl. Haben wir noch vergessen. So, dann Flammenrohr V8C brauchen wir zweimal. Auspuff. Flammenrohr V8C. Das hier brauchen wir zweimal. Und diesen komischen Endschalldämpfer, da weiß ich aber jetzt nicht, welcher Typ das war. Das der war oder der? Hm, sehen wir dann. Das sehen wir dann. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier noch ein Flammenrohr. Gut, dann machen wir das noch mit den Stoßdämpfern fix. Wir können erstmal die alten zerlegen, ist ja scheißegal. Dann verkauft sich das nachher besser, wenn sie zerlegt sind, dann muss ich das nicht nochmal extra anklicken. Na komm, gib her. So. Und den bitte auch zerlegen. So, und neu zusammensetzen, den bitte. Danke, und neu zusammensetzen, diesen hier. Danke. Nehmen wir mal entgegen und dann bauen wir das hier ein. Ja, das sieht schon mal schicker aus. Und den Stabilisator noch. So. Haben wir hier einen Stoßdämpfer. Angeschraubt. Und den Stabilisator noch. So, dann werden wir jetzt noch ganz fix die Räder auseinandernehmen und versuchen, die Felgen zu reparieren. Ich meine, ob ich sie wieder einsetze, das weiß ich noch nicht, aber wir können zumindest versuchen, sie zu reparieren, weil wenn sie repariert sind, bringen sie auch mehr Geld. Das ist ja jetzt zuerst mal nicht weiter schlimm. Oder sie verkaufen sich dann halt einfach besser. Und das hat ja auch schon mal viel Wert. Ja, und wenn wir damit durch sind, dann sehen wir, wie wir morgen die Hinterachse machen, den Rest vom Motor und die Lackierung werden wir dann auch noch schön machen. Ja, und dann werden wir verkaufen. Ich denke mal, dass wir dann so ein bisschen Gewinn mit rausnehmen, dass wir dann nachher am Ende wieder bei vielleicht 180.000 liegen. Naja, ganz genau drücke ich nicht dran, ne? Dass wir so weit hochkommen, aber ein paar Tausender wird er schon abwerfen, der Ford. Ja, und dann können wir wieder auf den Schrottplatz gehen und uns neue besorgen, ne? So, gucken wir mal hier. Drei Felgen dürfen wir uns dran probieren und kriegen wir sogar hin. Also da können wir dann wirklich sagen, okay, wir bauen die erstmal wieder dran. Und verkaufen hängt sie eigentlich hin erstmal, ne? Gut. Also, das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Wir restaurieren den Mustang morgen weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.